Cem Özdemir, Landwirtschaftsminister, hat dazu getwittert, die Zahlen dieser Statistik sollten uns nachdenklich machen. Wer nach Deutschland kommt, um Schutz zu suchen und hier straffällig wird, kann keine Nachsicht erwarten. Der muss unser Land wieder verlassen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, das kann man nicht als soziales Problem bagatellisieren. Absolut. Das sind doch Plattitüden. Und ich glaube, was man auch... Das sind doch Plattitüden, sorry. Also, was hilft mir das denn weiter? Ich interessiere mich dafür, wie die Kriminalität im Konkreten geschieht. Und ich kann dazu noch eine Einordnung machen. Wenn ich weiß, dass Leute aus Nordafrika in die Niederlande gehen, dort wohnen, dort lernen, wie man Autos klaut, die sehr schnell sind und mit Sprengstoff die Bankautomaten in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz sprengt und dann wieder zurückführt. Dann hilft mir die Betrachtung und die Perspektive nicht, wie viele Nordafrikaner in Nordrhein-Westfalen wohnen, sondern dann will ich mich dieses konkreten Phänomens annehmen und will diese Geldautomatensprenger erstens fangen und das verhindern. Wenn es um Sexualstraftaten geht, dann wissen wir abseits der Statistik vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen sehr wohl, dass es da bittere Wahrheiten gibt, bezogen auf bestimmte Zuwanderungsgruppen, die dort überproportional in Erscheinung treten. Was macht Ihnen da Angst? Ich weiß es nicht mehr auswendig, welche, deswegen will ich jetzt keine Nationalitäten nennen, weil das schon ein paar Jahre zurückliegt. Aber es sind bestimmte Zuwanderungsgruppen, die unter Herausrechnen aller Umstände heraus signifikant in Erscheinung treten. Und das sind extra Studien gewesen. Und deswegen entferne ich mich hier auch von der polizeilichen Kriminalstatistik. Und dann kommen wir auf der einen Seite an Erklärungsmuster. Da ist Herr Mansour oder Sie sind die kompetenteren Ansprechpartner von der Wissenschaft her, warum das so ist. Aber jedenfalls würde ich mich davor verwehren. Sozusagen auf der einen Seite würde ich sagen, diese Statistik, die taugt nicht für solche überflüssigen Durchschnittsdiskussionen. Was hilft mir ja nicht weiter, weil ich doch konkret das Phänomen verhindern. Ja, aber dieser letzte Satz ist doch keine überflüssige Durchschnittsdiskussion. Tut mir, Frau Bögelein, Sie haben das doch gerade selbst gemacht. Sie haben gerade und mit Sicherheit zu Recht darauf hingewiesen, wenn Menschen in bestimmten Stadtteilen wohnen, wenn sie unter bestimmten Verhältnissen, unter bestimmten Bedingungen leben, dann kann es sein, dass sie mit einer höheren Wahrscheinlichkeit irgendwann in der Statistik auftauchen. So, nichts anderes sagt er und sagt, Sie argumentieren soziologisch. Und er sagt gleichzeitig aber, wir sollten das nicht nur sozusagen soziologisch bagatellisieren. Das ist der Begriff, ist den er benutzt. Punkt, den naja, es gibt noch einen. Wenn man etwas erklärt, ist es ja nicht eine Bagatellisierung, sondern man fragt dann nach den Ursachen, um sie anschließend abzustellen. Ja, aber er benutzt, ist ja ein kluger Mann, der benutzt das Wort ja nicht zufällig. Als wenn das nicht stimmen würde. Und er sagt, ein soziales Problem bagatellisieren. Also ich finde nicht, dass soziale Probleme eine Bagatelle sind, sondern soziale Probleme sind... Das ist ja nicht das, was er meint, Entschuldigung. Was er meint, ist sozusagen das übliche Erklärungsmuster, so lese ich ihn und so verstehe ich ihn, Herr Mansour, vielleicht helfen Sie mir, der da sagt, irgendwie, pass auf, wir finden dann immer sehr gute Erklärungen, häufig sind es dann soziale Themen, Armut, was auch immer, prekäre Situation, schwieriger Stadtteil und das rechtfertigt dann, so habe ich ihn verstanden, sozusagen... Dass Menschen dann kriminell werden. Ja, so lese ich. Erklärt auch das Bundeskriminalamt uns gerade aktuell, dass das echte Zusammenhänge sind. Das meine ich gerade. Man muss durchaus etwas erklären dürfen und nicht in Verruf geraten. Man wolle dann etwas rechtfertigen oder bagatellisieren. Das stört mich daran. Man muss beides sagen können. Man muss natürlich Ursachen erklären können und dann sagen, aber wir müssen hart gegen die Täter vorgehen und uns damit auseinandersetzen, wie wir künftig keine Taten mehr haben. Deswegen kann man trotzdem über die Ursachen. Herr Mansour will einmal sein Argument machen und dann schauen wir uns genau zu dem Argument etwas an. Also die meisten tun das auch für unbequeme Erklärungen, wenn sie kommen. Dann werden sie dann sehr schnell abgetan und man darf das nicht sagen und das ist rassistisch und diskriminiert und weiß ich nicht was. Zwei Sachen sind wichtig. Diese Diskussion müssen wir führen und sie müssen ertragen, dass Cem Özdemir und andere die Ursache woanders sehen und nicht diese Erklärungen sozusagen ganz schnell als ungeeignet nennen. Zweitens, wir vergessen hier, dass viele Menschen, die neu nach Deutschland kommen, Deutschland ganz anders betrachten als Leute, die hier geboren aufgewachsen. Das heißt, es sollte eigentlich ganz lange dauern, bis jemand sich traut, in einem neuen Land, wo er Schutz sucht, wo er aufgenommen wird, bis er bereit wäre, kriminell zu werden oder Straftaten zu begehen. Das heißt, das zeigt, dass da noch ein größeres Problem als normalerweise bei Menschen, die hier geboren aufgewachsen. Und worüber diese Statistik überhaupt nicht sagt, wie viele Leute, deutsche Staatsbürger, haben entweder Migrationshintergrund
oder sind in den letzten Jahren eingebürgert, die dann nicht bei sozusagen nicht deutsche Staatsbürger auftauchen, sondern bei Deutschen. Das wollte ich, und wollte das ich macht Frau Bögelein, das noch komplizierter. Ja, das wollte ich Frau Bögelein gerade fragen. Frau Bögelein, vielleicht können Sie ganz kurz diese technische Frage einmal klären. In dieser Statistik, wenn gesagt wird, da haben so und so viel Prozent keinen deutschen Pass. Menschen mit zum Beispiel zwei Staatsbürgerschaften, wo werden tauchen die geführt? In der die werden als Deutsche geführt. Mhm. Rein deutsch. Genau. Ja. Okay. Und Menschen mit Migrationshintergrund? Auch prinzipiell als Deutsch. Es kommt tatsächlich nur auf den Pass an. Und sobald man den deutschen Pass und einen anderen hat, würde man als Deutsch geführt. Ich finde zu dem Punkt von Herrn Mansour noch ganz interessant zu sagen, dass wir aus Dunkelfeldstudien eigentlich wissen, dass gerade diejenigen Menschen nicht mit nicht deutschem Pass in der zweiten Generation, also mit nicht mehr eigener Migrationserfahrung, sondern deren Eltern die Migrationserfahrung gemacht haben, eigentlich eher mit Kriminalität in Erscheinung treten. Was ein weiteres, also in der Kriminologie gelesen wird, als ein weiteres Argument dafür, dass es damit zu tun hat, dass sie sich dann auch in der zweiten Generation immer noch nicht aufgenommen fühlen, immer noch nicht willkommen fühlen. Also, Frau Böhne, erklären Sie mir mal eine. Sie sagen, Sie fühlen sich nicht aufgenommen. Das klingt immer so, sozusagen, als wäre dann dieses Land, diese Gesellschaft, ist quasi schuld daran, dass andere sich daneben benehmen. Also verantwortlich sind immer andere, verantwortlich ist sozusagen die schlechte Integration, verantwortlich ist die mangelnde Bildung, die nicht zur Verfügung steht, das Land, das sie aufnimmt, was auch immer. Aber es gibt sozusagen den anderen Teil, da gibt es, glaube ich, auch ein massives Störgefühl mittlerweile in der Bevölkerung, dass Leute sagen, bitte, das ist doch keine Einbahnstraße. Wenn man irgendwann in dieses Land kommt, dann trifft man doch auch für sich selber. Und es ist ehrlich gesagt an dem Punkt, für mich zumindest in meinem Verständnis auch von Staatsbürgertum nicht entscheidend, unter welchen Verhältnissen man aufwächst, wenn es um die Frage geht, werde ich kriminell oder nicht. Es tut mir leid. Diese Entscheidung trifft man dann schon selbst und ganz alleine. Sie nicken mit dem Kopf. Absolut, absolut. Ich nenne es noch mal. Wir erwähnen immer wieder bei allen Debatten, die ich mitgemacht habe, die bequemsten Erklärungen, wo die Mehrheitsgesellschaft, wo wir, wo alle irgendwie daran schuld, dass diese Leute nicht gut geht. Und die anderen Erklärungen, die vielleicht unbequem sind, wo die Leute Eigenverantwortung übernehmen sollen, die canceln wir. Und das ist eine unmündige Art und Weise beim Umgang mit diesen Menschen. Ich arbeite mit Menschen mit Migrationshintergrund, mit Zuwanderern. Und die Gesetztreuen, und da gibt es genug davon, neu, Leute der erste, zweite, dritte Generation, die regen sich massiv auf, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie ernst genommen werden. Wenn ein deutscher Rechtsradikaler irgendwas tut, dann wird man zu Recht auf diesen Mensch, auf seine Ideologie, auf seine Erziehung, auf seine Narrative schauen. Und bei Menschen mit Migrationshintergrund, ob das Islamismus, ob das Antisemitismus, ist immer Diskriminierung, Rassismus und so weiter und so fort. Das erklärt das nicht, das darf es nicht erklären. Das ist einfach die bequemsten Erklärungen. Das ist, als ob wir diese Menschen wie Kuscheltiere behandeln, damit wir uns besser fühlen, damit wir auf die moralische richtige Seite. Und dann verdrängen wir. Und wir machen jetzt keine Ahnung wie viele Minuten, wir haben noch nicht über die Ursachen gesprochen, sondern wir versuchen, irgendwas zu finden, um diese Zahlen nicht ernst zu nehmen und nicht wirklich die Migrationsthema zu erwähnen. Und die Migrationsthema ist zentral in dieser Zahl. Wir haben versucht zu erklären, dass es eben vielfältige Ursachen gibt, dass es nicht ein Staatsangehörigkeitsproblem ist. Wir haben gesagt, uns eben genau das angeguckt. Es geht um die sozialen Möglichkeiten, es geht um die Chancen, mit denen ich aufwachse. Und wichtiger Punkt, die allermeisten Menschen, die in Deutschland leben, ob deutsche Staatsangehörigkeit oder nicht, verhalten sich ja so, dass sie nicht mit dem Gesetz in Konflikt treten. Das ist aber ein Argument, das lasse ich nicht durchgehen, weil es ist das berühmte Ja-Aber-Argument. Mhm. Wir reden hier ausschließlich über Menschen, die in dieser Statistik auftauchen. Genau. Und ich bin bei Herrn Mansour, wenn er sagt, das regt gerade, und ich habe sehr viel Kontakt mit Menschen, die aus anderen Ländern kommen, das regt die unvorstellbar auf. Die sagen, warum lasst ihr das durchgehen? Warum lasst ihr euch das gefallen? Warum kommt niemals die Konsequenz? Und selbst wenn sie angekündigt wird, gibt es mittlerweile ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wenn jemand wie die Bundesinnenministerin zum Beispiel, ihre Partei Nancy Faeser, sich hinstellt und Folgendes sagt, können wir gleich mal darüber reden, ob ihr die Leute das dann wirklich genauso glauben. Wir hören mal kurz rein.
gibt eine gestiegene Gewaltkriminalität, es gibt mehr Jugend- und es gibt mehr Ausländerkriminalität. Null Toleranz bedeutet konsequentes Durchgreifen der Polizei und Null Toleranz bedeutet schnelle Verfahren, konsequente Verurteilung und spürbare Strafen. Täter müssen die Konsequenz ihres Handelns spüren und zwar schnell. Die Strafe muss möglichst auf dem Fuß folgen. Das bedeutet bei ausländischen Tätern neben den unmittelbaren strafrechtlichen Konsequenzen auch, dass sie Deutschland deutlich schneller verlassen müssen, als es bisher der Fall war. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss gehen. Das habe ich bei Ihnen vor ein paar Jahren auch gesagt. Das haben mir schon viele gesagt. Ja. Und wie wurden wir betitelt? Wir beide? Nö, also die Leute, die das gesagt haben. Rechtsradikal, Rassismus. Aber das brauchen wir. Diese Leute brauchen es. Sie brauchen klare Regeln, damit sie wissen, wo sie stehen. Damit sie Konsequenzen spüren. Und wir haben noch nicht über die Ursachen. Und eine der großen Ursachen ist die Wahrnehmung unserer Rechtsstaat als schwach. Menschen, die aus Ländern kommen, die super autoritär funktionieren, die in ihren Familien patriarchalische Strukturen erlebt haben, die andere Erfahrungen mit ganz anderen undemokratischen Polizei gemacht haben. Sie kommen hier nach Deutschland, machen die Erfahrungen, dass alles irgendwie durchgeht, dass sie kaum Konsequenzen spüren und dass diese Zielgruppe von Straftätern erleben das als Einladung, weiterzumachen, weitere Straftaten zu begehen, frisch zu der Polizei zu sein, Polizisten anzugriffen und sie spüren keine Konsequenzen. Und so darf es nicht bleiben. Das diskreditiert jetzt aber ein bisschen die Polizeiarbeit und widerspricht ja der Statistik. Weil wenn sie keine Konsequenzen spüren würden, dann würden wir heute gar nicht darüber reden, weil sie gar nicht in der Statistik ermittelt worden wären. Das Gegenteil ist Gott sei Dank der Fall. Die Polizei arbeitet sehr gut und sehr fleißig. Ich war vor einiger Zeit in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen. Das war ein sehr gutes Beispiel dafür. Die haben das Konzept gefahren, haben direkt vor die Einrichtung eine Polizeistation mit Ermittlungsgruppen eingerichtet. Und die haben das ist bitter, wenn man das machen muss, oder? Das ist so, aber es hat folgenden Effekt gehabt. Bitter. Und das nimmt Bezug jetzt auf diese Forderungen, die wir besprechen. Das ist bitter, in der Tat. Aber wir sprechen ja über Konsequenzen. Und die hat man dort gezogen. Warum und die hat man das so gemacht? Das hat man deswegen so gemacht, weil es tatsächlich zwischen der Unterkunft und der Stadt dort eine Zunahme an Ladendiebstählen und Wohnungseinbrüchen gegeben hat. In Regensburg gibt es ähnliche Geschichten. Erfolg ist aber der gewesen, dass man sehr, sehr viele Haftbefehle erwirkt hat, sehr, sehr viele Menschen dort ermittelt hat, Täter ermittelt hat, der Bevölkerung mitteilen musste. Sie können jetzt sagen, das ist schlimm, dass das passiert ist, aber ich erwähne mir sozusagen der Story jetzt hier, dass die Polizei hier nicht agieren würde. Das habe ich nicht behauptet. Nee, das und nicht ich erzähle das jetzt, liegt mehr beim Justiz. Und wir die haben Frage gerade darüber ist, geredet, Konsequenzen das müssen wir jetzt einmal zu Ende die Konsequenzen müssen das eigentlich zu Ende auch abschrecken lassen, werden. Weil wir gerade darüber geredet haben, Bitte. Die Täter werden nicht ermittelt oder es passieren keine Konsequenzen. Das passiert da jedenfalls. Und das führt dazu, dass man dann feststellt, dass innerhalb der Menschen, die sich in der Einrichtung aufhalten, ein ganz kleiner Teil für sehr, sehr viele Taten verantwortlich ist. Und die sind ermittelt worden und die Bevölkerung, und ich bin zu dieser Versammlung, zu dieser Bürgerversammlung gegangen, weil ich dachte, jetzt prescht uns der Wind der Bevölkerung entgegen. Das Gegenteil war der Fall. Die haben sehr wohl erkannt, dass es ein kleiner Anteil von der Bevölkerung ist, die auch ermittelt werden und bei denen dann die Konsequenzen des Rechtsstaates auch funktionieren. Es gibt also solche positiven Beispiele und dass sie in der Statistik stehen, ist Zeichen guter Polizeiarbeit und nichts anderes erkenne ich jetzt hier in diesen Aussagen. In die Runde werfen. Also wir haben plus 17% beim Thema Autodiebstahl, Kfz-Diebstahl, Ladendiebstahl plus 23%, Taschendiebstahl plus 11%. Im Vergleich der 16 Bundesländer, und Sie werden das bestätigen, zeigt sich, dass es ein sehr starkes Nord-Süd-Gefälle gibt, bezogen auf die Häufigkeit der Straftaten pro 100.000 Einwohner. Ja, so wird das gemessen. Lebt man in Berlin am gefährlichsten. Dahinter folgen dann Bremen, Hamburg, Sachsen-Anhalt. Und am sichersten ist es in Bayern. Ja, vielleicht sind sie Äpfel mit Birnen natürlich. Ne? Also sie müssen bitte, ich zitiere die Statistik. Ja. Nein, aber Sie müssen insoweit sozusagen. Ich frage mich allmählich, warum wir überhaupt diese Statistik veröffentlichen, wenn man offenkundig als Bewohner dieses Landes Statistik studiert haben muss, um daraus irgendwas. Nee, ernsthaft. Ja, das ist in etwa so, als wenn Sie sich jetzt Blutwerte angucken und haben nicht Medizin studiert. Das tut mir leid. Lass mir das gerne erklären. Nein, aber ernsthaft, darf ich die Frage mal stellen? Wenn diese Statistik so interpretierungsbedürftig ist, und ich kaufe jedes Argument. So, aber warum veröffentlichen wir sie dann? Warum brauchen wir die dann?
Es ist ein weil das triggert bei bestimmten Menschen bestimmte, bestimmte Ressentiments. Sie nicken mit dem Kann Kopf. Ich beantworten. Und andere, die es sozusagen kann ich beantworten. Nuscheln es dann weg. Ja, das ist der Vorwurf, der dann kommt. Dann sagt man also, bitte, es ist alles ganz anders. Also kurze Antwort. Warum veröffentlichen wir dann diese Statistik? Kurze Antwort. In Großstädten gibt es mehr Kriminalität und andere Kriminalität als auf dem Land. Und das Saarland sieht anders aus als Hamburg oder Berlin. Ganz einfacher Zusammenhang. Deswegen muss man sozusagen das berücksichtigen. Man könnte München, Köln, Hamburg oder so miteinander vergleichen. Das wäre sinnvoll. Das wollte ich damit nur sagen. Okay, der andere Teil ist der, deswegen kämpfe ich in der alten Funktion und gerade ganz aktuell dafür, dass wir brauchen einen neuen Sicherheitsbericht. Wir brauchen einen neuen Sicherheitsbericht. Das diskutieren wir nicht nur, sondern wir arbeiten sehr konkret und handfest daran, dass wir eine andere Debattengrundlage bekommen. Es gibt doch zwei Gründe, warum wir uns in der Öffentlichkeit. Es gibt doch zwei Gründe, warum wir uns öffentlich darüber unterhalten. Das begegnet mir in der alten Funktion beim Bund Deutscher Kriminalbeamter genauso jetzt. Entweder das ist was passiert, es ist ein Anschlag passiert, wir haben Schnimmelkriminalitätsphänomene hier zu diskutieren, die laufen dann hier über die Bildschirme. Dann ist das der Anlass, dann schreien die einen, wir müssen mehr Strafen machen, die anderen schreien das und wir unterhalten uns darüber. Das ist nicht richtig gut. Das zweite ist, wir gucken in den Rückspiegel, was ist im letzten Jahr passiert. Das sind nämlich Taten von gestern und vorgestern und von vor zwei Jahren, die in der Statistik stehen. Entscheidungen müssen wir aber treffen für die nächsten Jahre. Und deswegen brauchen wir einen Bericht, wo drin steht, welche Gefahren wir insgesamt haben. Hier steht ja noch nicht mal alles drin. Also wir brauchen tatsächlich ein neues Werk, damit wir nicht nur über die Statistik reden, sondern jetzt wir weg von dieser Statistik geredet, was zu tun ist. Dann lass uns bitte dann lass uns die letzten Minuten genau dafür nutzen. Frau Bögelein, Sie haben vorhin auch Ursachen gesagt. Wo müssen wir ansetzen, Ihrer Meinung nach? Ladies first. Wenn wir uns einen Aspekt, über den wir gar nicht geredet haben, die Jugendkriminalität anschauen, die ich jetzt vielleicht noch mal reinbringen möchte, und wir sehen, dass die zugenommen hat in der Nach-Corona-Zeit, dann gibt es dafür unterschiedliche Erklärungsansätze, zum Beispiel einen gewissen Normalisierungseffekt, auch einen gewissen Nachholeffekt. Aber es gibt durchaus auch die Debatte in der Kriminologie, die sagt, das hat eben auch damit zu tun, dass die Schule ein Schutzraum war, ein sozialer Schutzraum, in dem auch elterliche Gewalt möglicherweise entdeckt wurde, in dem man Jugendliche da rausholen konnte. Und das ist für mich und viele andere ein Hinweis darauf, dass eben wirklich, Stichwort soziales Problem, Kriminalität auch in Form von sozialem Problem ist. Nämlich, da hat jemand psychische Themen, soziale Themen, mit denen er oder sie umgehen muss, die sich dann in abweichendem Verhalten in Kriminalität möglicherweise ausdrücken. Und deshalb ist für mich die logische Konsequenz, wir brauchen mehr soziale Unterstützung, wir brauchen mehr Schulsozialarbeit, wir brauchen mehr Angebote, die positiv sind. Und die Debatte Null Toleranz und Draufhauen hat in den letzten 20 Jahren nichts gebracht und die wird uns auch dieses Mal nicht weiterführen. Doch, die hat man darüber hat man geredet, aber man hat sie nicht wirklich in der Realität. Darf ich in dem Zusammenhang noch eine kleine kurze Nachfrage? Würden Sie sagen, und da komme ich jetzt leider wieder zum Thema Integration, wir hatten hier die Landräte, Bürgermeister und so weiter, wir hatten sie alle sitzen und haben sie regelmäßig hier sitzen. Es ist immer interessant, mit Leuten von der Basis zu sprechen, sozusagen nicht aus dem akademischen Betrieb. Die sagen, pass auf, Integration, darüber reden wir vor allen Dingen, ist ja weit mehr als ein Dach über dem Kopf und ein warmes Bett. Und wir können das nicht mehr leisten. Wenn wir in einer Schulklasse 20 verschiedene Nationen sitzen haben, dann funktioniert das nicht. Dann geht das nicht, schlicht und ergreifend. Also haben wir da ein Thema, dass wir zu wenig Lehrer haben, zu wenig Kapazitäten, einfach... Ich habe dieser Tage mit einem Menschen aus der CDU gesprochen, der sagte, die AfD benutzt in dem Zusammenhang das Wort Staatsversagen. Das würde ich nicht in den Mund nehmen, aber wir sind nah dran. Auf jeden Fall würde ich zustimmen, dass alles, was wir tun können, was in dem Bereich Unterstützung von Jugendlichen und Heranwachsen von Erziehung nur gut sein kann. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit haben, mehr LehrerInnen zu haben, aber auch Unterstützung von LehrerInnen. Denn wenn Sie sagen, 20 verschiedene Sprachen vielleicht in einer Schule, die gesprochen werden, das ist ja auch möglicherweise eine Folge davon, dann ist ja klar, dass das ja auch nicht die Lehrkräfte alleine schultern können, sondern da muss vielleicht in einem Klassenraum auch noch eine Assistenzkraft oder eine zweite Assistenzkraft ist schon klar. Sein. Da also kommt man dann ganz schnell, all diese Aspekte kommen damit rein. Und das ist eben, insofern, Kriminalität ist ein soziales Problem. Und dem müssen wir mit sozialen Antworten begegnen und nicht mit einer Haut-drauf-Debatte.
Herr Fiedler und dann Herr Mansour. Ja, es muss schon mehr sein. Wir haben ja gar nicht über das ganze Potpourri der anderen Kriminalitätsphänomene gesprochen. Zum einen ist es so, dass wir herausragend gute Präventionskonzepte haben, weil wir natürlich gut daran tun, wenn wir Kriminalität verhindern. Wir haben ja gerade über Prävention gesprochen. Kurve kriegen ist ein so ein Beispiel. Wenn wir wissen, dass 6 bis 10% der Jugendlichen für die Hälfte der Kriminalität ihrer Alterskohorte verantwortlich sind, bis zu 100 Taten hinlegen, bis sie 25 sind, Schäden von 1,7 Millionen Euro verursachen. Also wenige, das sind so, Intensivtäter. Wenige sind für viel verantwortlich, ja. Und es gibt sehr gute Projekte. Das Problem ist, wir wissen gar nicht, welche es gibt. Ich habe mit einzelnen Kommunen gesprochen, die können Ihnen nicht beantworten, welche Präventionsprojekte es überhaupt gibt, geschweige denn, welche gut sind. Wir bauen gerade nur deswegen eine Bundesakademie auf, um in ganz Deutschland die Prävention besser zu organisieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann viele andere Punkte. Ich glaube, wir müssen bei jeder Gelegenheit auch auf das fürchterliche Thema Kinderpornografie und ähnliche Dinge hinweisen. Haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen heute. Ebenfalls Gewaltkriminalität. Wir können hier nicht den Anspruch erheben, über alles zu reden. Aber tagesaktuelles Thema, wir brauchen deswegen natürlich eine IP-Adressenspeicherung, egal was Marco Buschmann dazu sagt. Also wir müssen auch über Ermittlungsinstrumente auf der anderen Seite gleichzeitig diskutieren. Okay. Und das wollte ich damit nur zum Ausdruck bringen. Verstanden. Ich halte sehr viel davon, die Dinge wirklich konkret zu machen. Und das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, über das wir recht wenig gesprochen haben, Prävention, ist wahnsinnig wichtig, weil es Opfer verhindert. Und wir haben die Gelegenheiten, wir müssen sie nur besser organisieren, als wir das bisher getan haben. Herr Mansour, wo würden Sie ansetzen? An welchem Punkt? Wenn Sie sagen, wir müssen da ganz anders ran, wir müssen über Strukturen sprechen, müssen wir über Religion, über kulturelle Hintergründe sprechen? Worüber müssen wir reden? Über kulturelle Hintergründe, Sozialisation müssen wir sprechen, über Erziehungsmethoden, da kann man viel Aufklärung machen. Aber ich glaube, wenn ich das Unwort der Sendung sprechen darf, wir müssen auch über Übergrenzen sprechen, weil ohne Begrenzung von Migration, wenn wir nicht begreifen, dass um Menschen zu integrieren, um ihnen eine Chance zu geben, brauchen sie Begleitung, brauchen sie Ressourcen. Diese Ressourcen sind sehr, sehr begrenzt. Dann müssen wir darüber sprechen, dass wir das begrenzen. Und bei denjenigen, die kommen, die wenigen, die kommen, müssen wir in der Lage sein, sie gut zu begleiten, ihnen eine Chance in Deutschland zu geben, ihnen Schutz anbieten. Und wer seine Aufenthalt in Deutschland nutzt, um andere unsicher zu machen, dann muss es in aller Deutlichkeit das Land verlassen, wenn es möglich ist. Wenn wir das nicht begreifen, wenn wir das nicht tun, dann werden wir nächstes Jahr nochmal hier über das Phänomen sprechen. Und dann verlieren wir leider ganz, ganz viele Menschen, die mittlerweile nicht mehr mitmachen wollen bei diesen Sachen, weil sie das Gefühl haben, sie werden nicht zugehört und die Lage ist wirklich ernst geworden.